Hallo, der Blind Spectator für euch wieder am Mikrofon. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt die Tanks voll. Ich habe mir den Gegner ein bisschen angeschaut. Ich weiß jetzt halbwegs, wie er funktioniert. Und ich denke, wenn ich jetzt meine Tanks benutzen kann, dank Safe State, dann sollte die Sache ja wohl hoffentlich laufen. Natürlich ist bei den Gegnern wie immer ein Trick bei der Sache. Und in der dritten Form kämpft man in Wahrheit gegen zwei Formen, was ich natürlich nicht ahnen konnte. Aber jetzt kriegen wir den dann schon hin. Solange uns die Lags hier nicht die härtesten Gegner werden. Yay. Ah, oh, nein, endlich. Doch nicht. Ja, ich hoffe, das Laggen hört gleich demnächst hoffentlich auf. Und ja. Und dann können wir uns den Gegner eventuell ernsthaft widmen, wobei die erste Form hier ja nicht ernsthaft ist. Ihr seht, die Strategie ist einfach. Warten, bis er auftaucht. Der taucht immer direkt über einen auf. Dann den Feuerball casten. Und auf der Seite, auf der man mehr steht, also er taucht dann auf der gegenüberliegenden auf. Da dasht man dann einfach hin, wenn er aufgetaucht ist. Und dann trifft er einen auch nicht mit seiner Sense. In der zweiten Form auf jeden Fall Spinnennetz benutzen. Wichtig, ist viel besser als die normale Blaster bei den Gegnern. Und ja, die zweite Form ist immer noch etwas, was ich nicht ganz blicke, was ich immer noch ein bisschen hasse. Wegen diesem scheiß Bumerang-Teilen. Genau. Die sind der Grund. Ich schaff's einfach nicht gescheit, denen auszuweichen. Die sind übel. Oh, jetzt macht er sie wieder. Oh Gott, du Jeje. Was ist denn zwischen meinen genannten One? Ich muss dazu sagen, beim letzten Versuch, also wo ich meine E-Tanks dann nochmal aufgeladen habe, also komplett aufgeladen, das war der Versuch, da hatte ich, nachdem ich das Leben unten eingesammelt habe, volles Leben. Das wird diesmal wohl nicht ganz passen, aber immerhin, es ist nicht schlecht, was ich an Leben gerade habe. So, in der nächsten Form brauchen wir den X-Buster und teilweise den Ground Hunter. Es kommt darauf an, was als erstes auftaucht. Und vermutlich brauchen wir den Ground Hunter zuerst, aber ich nehme in der Zwischenzeit immer den X-Buster. Damit kann man nämlich die Köpfchen kaputt machen. Ja, die Köpfe muss man nicht kaputt machen. Aber ich mach's, wenn ich kann. Weil die tauchen immer wieder auf. Also wenn die Form dann vorbei ist, dann tauchen die Köpfe wieder auf. Alle, egal ob man sie schon zerstört hat oder nicht, also muss man nicht alle drei zerstören. So, das ist jetzt die erste Form, dafür brauchen wir den Ground Hunter. Ja, hier müssen wir zurückdashen und wir müssen ihn die ganze Zeit in den Mund schießen. Es funktioniert nur mit dem Ground Hunter, soweit ich weiß. Mit dem X-Buster kann man da nicht reinschießen, auch wenn das natürlich viel angenehmer wäre. In der Form hier ist ganz easy, einfach auf den Köpfen bleiben und dann ein chilliges Leben haben. Die zweite Form von Sigma, wo wir ihm Schaden machen können. Einfach hier hinspringen, damit er da seinen Laser abfeuert. Und dann die ganze Zeit in seine Fresse feuern mit dem Buster. Aufgeladenen. Er muss nicht voll aufgeladen sein. Ich glaube, der normale Schuss bringt nichts. Aber er muss nicht voll aufgeladen sein, wie gesagt. Allerdings, wenn ich die Wahl habe, dann lade ich ihn natürlich voll auf. Ich bin ja nicht bescheuert. Das Spiel ist auch schon so schwer genug. Aber ich denke, so wie es bisher läuft, wird er liegen. Ja, der wird liegen. Okay, das hier ist schlecht. Ja, das hier ist eine der Formen, mit denen ich nicht zurechtkomme. Aber es geht so. Man kann da immerhin in der Form am meisten Schaden zufügen, glaube ich. Aber ich nehme halt auch Schaden. Das ist der Bock dabei. Der Bock. Und jetzt nehme ich einen meiner Tanks. So. Und ich bete, dass das reicht. Wobei es eine zweite Form hier jetzt noch arsch viel Leben haben. Oh Gott. Ja. Das muss ich auch noch sagen. Er sagt manchmal die End. Ja, damit kündigt er es an. Dann macht er diesen Laser auf den Boden. Und da muss man eigentlich auf die Köpfe rauf. Und zwar möglichst schnell, um keinen Schaden zu nehmen. Das ist nicht ganz einfach. So, die erste Form habe ich immerhin fast besiegt. Ja, das ist auch so ein Scheiß, mit dem ich nicht ganz zurechtkomme. Okay, er macht hier seinen normalen Laser, da kann ich ihm gut Schaden zufügen. Wobei gut ist relativ, er nimmt sau wenig Schaden. Aber das hier ist im Grunde die einfachere Form.
solange nicht die End macht. Oh Gott. Ach, egal. Das ist was vorbei. Ja, ich drücke die ganze Zeit Start. Ich mache mich immer bereit, die Waffen zu wechseln. Auch wenn ich es nicht muss, ich weiß auch nicht wieso. Jetzt kommt wieder seine Köpfchenform da. Ja, genau. Und die machen wir jetzt noch down. Egal, was er macht für eine Attacke. Yep. Erste Form down. Sehr schön. Jetzt macht er nur noch die zweite und die Köpfe, glaube ich. Also wir machen guten Fortschritt. Weil die hier ist, ja, im Grunde easy. Easy. Wenn ihr seht, ein bisschen ausweichen, ein bisschen schießen. Oh Gott, das wird so einfach. Der liegt. Kommt, der liegt, ey. Wenn man erstmal weiß, wie der geht, ist der echt nicht mehr schwer. Ja, die End, die End. Ich hätte gern, dass du deine normalen Attacken machst. Sehr schön. Ach, der liegt so gut wie. Der ist schon fast down. Ey, ich habe im Internet so viel gelesen. Oh, der sei so arschschwer und unschaffbar und er ist böse und unfair. Und man muss voll aufpassen, um seinen Angriffen auszuweichen. Aber mir ist egal, wenn er mich trifft, denn ich habe noch einen vollen Energietank. Ich habe auch gelesen, ja, Energietank erst dann benutzen, wenn eine Form schon down ist, weil sonst arschschwer, unschaffbar, geht nichts mehr. Aber das hier ist jetzt mein zweiter Energietank und er ist gleich down. Und soweit ich weiß, gibt es dann keine dritte Form mehr. Also da kommt dann nichts mehr. Da habe ich das Spiel durchgeschafft. Und dann kann ich euch wieder sagen, was ich von dem Spiel halte. Ja. Hehehe. Was ist so lustig? Diese Waffe zielt genau auf die Erde. Bereits... ja, zielt bereits auf die Erde. Niemand kann es jetzt aufhalten. Verdammt! Auf Wiedersehen. Okay, ich kann mich bewegen. Der Colonel! General! Oh, General. Ja, genau, der General, nicht der Colonel. Die Waffe kann mit meinem Körper gestoppt werden. Aber dann wirst du viele meiner Männer sind gestorben. Als ihr Anführer muss ich mit ihnen gehen. X, bitte vergib unsere Dummheit. General! If I become a Maverick,
You have to take care of me. Don't be ridiculous. Now hurry on back. Promise me. Zero. So, die Credits. Was ist gerade am Ende passiert? Der General hat sich in die Waffe geworfen.